und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines hier in Neuschönbach. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier bist. Und ja, wir haben beim letzten Mal angefangen, unsere Zuginfrastruktur aufzubauen mit der Old Brick Station. Das ist ein modulares System, da sind wir noch nicht ganz durch, da fehlt es uns jetzt gerade an Kohle. Wir haben gerade jetzt wieder extreme Nachfrage nach Einwohnern, was ich durchaus begrüße. Finde ich gut, aber ich will hier auf jeden Fall Hochhäuser haben, und zwar Bürohochhäuser. Deswegen werden wir da noch nichts weiter bauen. Hier hinten überlege ich gerade, ob wir nicht... Die können ja da nur runter. Vielleicht sollten wir auch die Möglichkeit geben, dass die hier hoch können. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Oh, jetzt haben wir auf einmal 200.000, woher auch immer. Meine, mir soll es recht sein, dann können wir diese Station hier vielleicht mal fertig machen. Die drei passt nicht ran. Ort ist bereits belegt. Da hinten würde es passen. Aber nur verkehrt rum. Dann machen wir mal Folgendes. Ich weiß nicht, inwiefern die hier das braucht. Passt nicht. Ort ist bereits belegt. Da würde es gehen. Schub. Stopp. Die mit ihrer scheiß Straße, ey, ganz ehrlich. Geht mir auf den Sack. Ja, ist doch, du bist doch hier neben einer Straße. Wie viel Straße willst du denn noch haben? Das ist ja... Frag mich gerade, wie viel Straße das Ding noch haben will. Da will er nicht... Also mit der linken Seite, das klappt gut. Aber hier irgendwie... So, dann haben wir das. Aber das ist natürlich nicht verbunden und das ist doof. Dann haben wir eine Straße dazwischen, das kann ja nicht Sinn sein. Ja, das ist okay. Jetzt passt es hier wieder nicht. Ist doch echt bescheuert, ganz ehrlich. Also so hundertprozentig schöne Idee mit dem modularen System. Aber hundertprozentig hinhauen tut's nicht. Habe ich so das Gefühl. Weil so drehen, ja, alles schön und gut. So. Okay, so würde das gehen. Das reißen wir mal ab. Jetzt müssten wir natürlich das bewegen können und das wird es nicht tun. Neben einer Straße, ja, das ist klar. So, reiß das mal ab hier. Fällt mir gerade nicht. Jetzt dreht er das wieder. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Also der braucht 4. Okay, merken wir uns mal. Weg damit. 2, 3, 4. Damit heißt, wir brauchen nicht da. Okay, zack. Verschieben wir. Passt es jetzt wieder? Nein. Ort ist bereits belegt. Warum ist das jetzt so? Wegen der Straße hier wahrscheinlich. Na, weg damit. Oh.
M1, place along alongside road. This module is the entrance to a central station and contains a metro platform. Bad Peanut, Intercity, ja, alles schön und gut. Ah, da will er nicht. Ist doch scheiße. Ganz ehrlich, das ist doch kacke. Ah. Ja, machen wir das geht. Dann machen wir den wieder da ran. Das funktioniert ja auch. Haben wir ja gesehen. Und das klappt auch. Das ist okay. Aber das hier nicht. Na, weil der jetzt mächtig rumzickt. Der will in die andere Richtung. Das will ich aber natürlich nicht. Na, zack. Schwupp. Halt, da war was. Und da. Eins, zwei, komm. Ah, verdammt. So, dann haben wir... Ja, nicht so ganz, ne? Okay, warte mal, dann... Ach, Quatsch. Ja, ja, komm, ist... Schluss jetzt mal hier. Na, setz du. Ist nicht ganz ausgerichtet. Also ganz ehrlich, dieses Gefummle, damit machen. Komm. Hallo, weg damit. Das ist mir jetzt hier zu dämlich. Keine Lust hier 30 Jahre dann rumzubasteln. Da werden wir uns noch was überlegen. Da müssen wir gucken, dass wir das können wir nicht anschließen. Da werden wir ja auch mal schauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja noch viel mehr Möglichkeiten. So muss das sein. Aber irgendwie ist das ein bisschen kahl, ne? Schön ist anders, oder? Ich weiß nicht. Ist auch nicht so der Knüller. Fällt mir alles nicht. Ist nicht so der Burner. Dann machen wir es mal anders. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden damit. Ist mir klar. Suchen wir uns mal was Schickes raus. Ist das denn hier? Frachtterminal. Paris, Italien. European Main Station ist viel zu riesig, viel zu übertrieben. Ist das hier? Ist viel zu groß. Guck dich das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das hier? Anhalter Bahnhof? Okay. Könnte interessant sein. Warte mal. Wir müssen es dann doch nochmal hier wegreißen. Das ist doch ein Mist, ey. So, jetzt... Warte mal, das ist doch... Kann doch alles nicht wahr sein, dass wir hier keinen vernünftigen Bahnhof hinzubekommen. Das ist zu klein. Du sollst dich doch nur drehen, ey. Was ist denn das hier für ein Problem?
Mein Gott. Schickes Ding, aber... Nee. Nehmen wir auch nicht. Was ich jetzt hier schon an Kohle rausgehauen habe. Nur für diesen scheiß verkackten Bahnhof. 12 Bahnsteigen, Bahnsteigen. Jeder Bahnsteig und ein Gehäuse miteinander verbinden. Manche können leicht zwischen den Linien wechseln. Warum ist da zweimal drin, ne? Ach, der eine ist ein Endbahnhof, der andere ist ein Dingsbahnhof. Okay, wie ist das hier geht? Das ist doch kein Problem hier. Das ist jetzt... großer Bahnhof. So. Nicht der allerschönste, aber einer der effektivsten. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir die Leute hier ranbekommen. Optimalerweise. Ja, Wasser ist da, das ist gut. Aber die Abwasserklärung macht mir noch ein bisschen Sorgen. Da kommt man nicht rüber. Ja, genau. Gute Idee, so zu bauen. Total geniale Idee. So, dann nehmen wir doch einfach den Punkt hier. Gehen hier drunter durch. Gehen jetzt wieder nach oben. Und klemmen uns hier an. Vielleicht sogar an den Inneren. So, damit haben wir die Bahnverbindung. Jetzt kann ich das noch ein bisschen schieben. Alles klar, damit sollte zumindest mal was ankommen. So die Theorie. Taxistände. Unbedingt. Und das kommt hier noch mit hin. Schwuppdiwupp. Jetzt habe ich wieder nicht genug Kohle, ne? Das ist Wahnsinn. Gut, jetzt haben wir zumindest hier einen Bahnhof. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben doch hier drüben auch einen. Wo ist er denn? Wo ist denn hier unser einer Bahnhof? Weißt du, dass wir hier einen haben? Hier. Hier ist er. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Da fährt der an und da ist auch noch eine Linie angeschlossen. Das heißt, wir können theoretisch da ansetzen. Runter. Können da ansetzen. Nicht genügend Geld. Ah. Und können den damit verbinden. Dann haben wir ja auf jeden Fall auch noch eine Verbindung dazu. Zwischen den beiden Städten. Und dann können die auch untereinander darauf zugreifen. So, wir müssen mal weitermachen. Wir müssen ein bisschen Kohle ranholen. Ist gerade ein bisschen tricky. Aber es läuft. So. Minus 7000, ja okay. Damit können wir aber arbeiten. Ah, herrlich. Schönes Bild. So, wie sieht's hier aus? Fühlt sich das hier mittlerweile? Ja, langsam, aber sicher kommt hier auch mal was. Ist aber noch längst nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Jetzt sind wir wieder bei Minus. Ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. So, dann sind wir nämlich auf der Linie mit drauf und dann verteilen wir die ganzen Leute weiter. Eine kleine City Station und dann passt das auch. Und von außen kommen dann auch noch welche ran. Also
Ist okay. So, das sieht gut aus. Ah, hier werden wir auch noch ein bisschen was hinbauen. In der Hoffnung, dass das auch klappt. Ah, hier noch ein paar Gebäude. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen mehr hier. Einzelne Gebäude, oder? Nee. Will ich da nicht haben. Das ist okay da, da können sie machen. Und hier noch. Ah, da von mir aus auch noch. Das ist aber gut. Ah, wie sieht es hier hinten aus? Entspannt sich das mal ein bisschen? Nein, hier ist wirklich die Hölle los. Alter Falter, das ist echt so übel. Diese eine Verbindungsstraße, ne? Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir müssen das noch mal ein bisschen entlasten. Vielleicht hier auch noch mal eine Direktstraße hier ran machen. Damit die nicht da alle rüberfahren. Aber erstmal brauchen wir Geld, um den Anschluss fertig zu bauen. Und das wollen wir ja tun. Ja, ich muss so abtauchen. Alleine das kostet 3.000, 4.000. Das ist ja der Hammer. Nicht genügend Geld. 8.000. 9.000. Na komm, gib uns die Kohle. Wir sind doch mit 9.000 im Plus. Wo bleibt die Kohle? Jetzt geht's wieder runter. Ich werd wahnsinnig. Und komm. Meine Güte. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal investieren in das Erzgebiet und so weiter, dass wir dann noch mehr rausholen. Weil das ist jetzt hier gerade echt lächerlich. Ne, nicht das. Das sind wir wieder Minus. Das ist so hammerhart. Das ist so krass. Und das klappt. Jetzt wird es wieder Tag. Ah, ja. Hier sieht es gut aus. Jetzt wird es doch langsam mal voll hier, ne? Endlich. Passiert hier mal was. Mein Gott. Hochhäuser, wo das Auge hinblickt. Wollte ich so haben. Danke. Und auch mit dem Grün hier, das sieht auch so toll aus. So, oh, wir haben jetzt mal genug Kohle, wie es aussieht. Swuppdiwupp. Ist das jetzt unterirdisch? Geht das? Geht sogar. Cross. Geht, aber ist nicht angeschlossen. Hahaha. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Du musst doch nach oben. Ja, das passt jetzt. Jetzt machen wir eine neue Linie. Unbedingt. Von schwuppdiwupp nach warum geht das nicht von hier nach hier und dann wieder zurück eine Kurzstreckenlinie. Ah, da steht der Zug. Bin gespannt, ob der gleich mal los... Ja, fährt los.
sehr gut. Gut. Jetzt können wir uns nochmal überlegen, nochmal eine U-Bahn anzuklemmen. Die haben wir ja auch. Denn wir haben hier auch an der Aktion U-Bahn mit ran. Die können wir nämlich auch hier mit ranklemmen. Und dann gehen wir nämlich von hier auch nochmal rein. Swap. Auch hier eine Linie. Haltestelle hinzufügen. Ja, die nehmen wir alle mit. Und dann geht's hier wieder zurück. Und dann schließen wir hier die Linie ab. Schwupp. Dann haben wir zusätzlich noch die U-Bahn da. Was auch noch für Entlastung sorgen sollte, theoretisch. Praktisch wahrscheinlich sowieso. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch nochmal für Entlastung sorgen. Denn ich würde ganz gerne dieses Verkehrschaos auf jeden Fall mal ein bisschen beheben da hinten, weil das ist ja hier abartig. Das ist einfach too much. Da werden wir mal... vielleicht drüber gehen? Ah, das war dann mal direkt. Hier mit anklemmen. Dass wir da noch mal eine Möglichkeit bieten. Bin gespannt, ob das funktioniert. Theoretisch müsste, sollte, könnte, würde. wobei ich überlege, ob wir vielleicht hier auch noch mal Parkplätze und so weiter ranbauen. Ich muss mal gucken. Davon haben wir ja auch noch was. Und vor allen Dingen... ganz wichtig wäre, wenn man hier so ein Touristen-Dingsbums. Heißluftballon, das wäre vielleicht mal eine ganz geile Aktion. Das geht hier nicht, aber hier geht's. Da haben wir ja auch noch den Zeppelin, den könnten wir ja auch mal starten. Dann bauen wir hier. Und hier fliegt jetzt unser Heißluftballon. Das ist auch geil. Ah, das wertet natürlich extrem auf. So. Gibt es hier gleich noch die nächste Aktion. Einmal hier hin. Ach nee, warte mal, es geht nicht. Dahin. Dahin. Hier hinten. Einmal drumherum. So viel haben wir hier noch nicht. Ich will die auch nicht komplett durch die ganze City jagen. Aber hier muss noch was passieren. Dann gucken wir uns das an. Können wir hier irgendwo drehen? Ja, können wir. Nur eine kleine Rundfahrt, aber bringt vielleicht was. So. Das läuft auch. Sightseeing. Warum nicht? So, und hier kommen jetzt noch ein paar Wohnhäuser mit hin. Aber die Busse fahren hier durch. Nächste Aktion ist, dass wir hier da noch was an
Start kriegen, dass wir hier vielleicht die Arbeiter nochmal hin und her transportieren könnten. Von hier aus gesehen und beziehungsweise nochmal Waren weiter transportieren. Das heißt, wir brauchen hier mal so eine noch eine Station. Aber eine kleine. So eine City Station. City Station, da bist du. Passt nicht hin. Ort ist bereits belegt. Kriegen wir dich hier hin? Ja, hier werden wir dich hinkriegen. Frage ist, kriegen wir dich da auch mit hin wegen den Dings? So, das passt. Tauch mal ab mit dem. Na, so geht's. Warte mal. Nee, warte. Gerade. Stückchen. Ja. Und jetzt müssen wir nach oben. Und damit drauf. So, da gibt es nämlich eine neue Linie von hier direkt in diese Kreisstadt fährt, dass wir da vielleicht noch mal ein paar von den Arbeitern mit versorgen können. Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Je mehr Leute wir hier reinkriegen, desto besser. Ah, da fährt der Zug auch schon. Ja, gut. Der eine kommt ja von da, der andere ist von da. Das ist in Ordnung. Gut, das klappt. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal zusehen, dass wir hier nochmal einen Güterbahnhof rankriegen. Weil das wird ja hier auch nochmal weitergebaut, dieser ganze Eck. Wenn wir gerade dabei sind. Güterzugbahnhof. Passt hier nicht hin. Vielleicht hier hinten noch. Der macht Lärm. Nur Lärm. Das geht ja eigentlich noch. Das ist es nicht. Die hier aber. Okay, das passt. Bum, 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 bum. Passt nicht. Wir müssen es hochkant machen. Dum 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 bum 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 bum. Dann mal so. Das passt noch nicht. Aber ist okay. Erstmal weg, das nervt. Oh, nächste Aktion. Jetzt hier den Bahnhof ranknüppeln. Damit wir hier auch Waren hin und her transportieren können. Stopp. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ob wir auf das Gleis hier mit drauf gucken. Das dann hier eventuell weiterleiten. In die Richtung. Und da dann anschließen. Das war so eigentlich die Idee. Das müssen wir auch noch irgendwie machen. Ich wollte eigentlich... Hat er nur die eine? Nee, der hat auch in die Richtung. Das ist okay. Außen rum, da lang, unten drunter, ist teuer, aber machbar. Wir tauchen mal ab. Problem ist natürlich, dass wir hier jede Menge
Dingsbums haben. So, unten drunter. Jetzt muss ich eigentlich nochmal einen abtauchen. Damit wir an den hier vorbeikommen. Was ist denn das? Da hinten ist das Teil. Ja, und jetzt kostet es natürlich einen Haufen Geld, das ist ja klar. Ah, verdammt. Und jetzt gerade machen wir Minus. Können wir wieder ein bisschen hoch? Ja, 12. Da, wieder 22.000. Oh, das ist teuer. Das ist echt teuer. Aber es wird ein komplett unterirdische Verbindungsbahn, beziehungsweise Güter. Was echt eine Menge bringen kann, damit wir diesen Stadtteil hier auch vernünftig versorgen können. Wäre das schon wichtig. So, ich muss jetzt... Ja, komm. Warte mal. Können wir mal ganz kurz... Ich will das jetzt fertig haben. Damit wir hier vorankommen. So, kommen wir hier durch Wasser. Geht. Und jetzt müssen wir hier anklemmen. Ach, ich wünschte, ich hätte jetzt hier den Doppelbahnhof gebaut. Den haben wir nämlich doch auch. Diesen doppelten Güterbahnhof. Der kostet aber alleine schon 150.000, die wir jetzt gerade nicht haben. Aber so, jetzt gut. So, der ist auch angeschlossen. Sollte jetzt funktionieren und laufen. Hoffe ich doch zumindest, dass hier was ankommt. So. Immer drücke ich die verkehrte Taste. Ich merke es mir nie. Bin gespannt. Ob das hier so klappt. Theoretisch müsste es kein Problem sein. Komplett unterirdisch. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hier sieht es gut aus. Ja, und was auch weiterhin gut aussieht, ist, dass diese Straße hier auch genutzt wird. Ich sag mal so lange, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Bis dann. Tschüss.